Wisst ihr eigentlich, dass ich diesen YouTube-Kanal hier, ich glaube, bestimmt schon 4 Jahre oder so habe? Also schon recht lange. Und ich habe hier auch richtig regelmäßig Videos hochgeladen. Und zwar immer zum Thema, ja, Videografie, Cinematics, also cinematisch Film. Und war da richtig aktiv, was das angeht. Und ich habe ohne Ende Kamera-Equipment ausprobiert, mir bestellt und wieder verkauft und alles Mögliche. Wirklich angefangen und am Anfang die Videos, die sahen grottenhaft aus. Also qualitativ waren die richtig unterste Schublade. Sound brauchen wir gar nicht drüber reden oder Audio allgemein in den Videos. Die war, zum Teil habe ich das mit dem Mikrofon der Kamera selber aufgenommen und so weiter. Also richtig schlecht einfach nur diese Videos. Aber ich habe über ein Jahr lang kontinuierlich jede Woche ein Video hochgeladen, manchmal sogar zwei. Und was habe ich daraus gelernt? Dass man mit der Zeit immer besser wird. Und genauso war das bei mir mit der Fotografie auch. Also ich habe angefangen, Fotos zu machen von Jasmin und die sahen schrecklich aus oder die sehen immer noch schrecklich aus. Wenn ihr mal auf ihr Insta-Profil geht, der Link ist unten in der Videobeschreibung und dann einmal ganz runter scrollt, dann seht ihr noch wahrscheinlich diese alten Bilder. Also da fasse ich mir heutzutage an den Kopf, wie die oder was das überhaupt für Fotos sind. Und na, worauf ich hinaus will, ist, dass man mit der Zeit einfach immer besser wird und ja, natürlich auch neue Sachen dazu kauft, aber man wird einfach mit der Zeit ein bisschen besser und auch die Qualität wird einfach besser, ne? Und ja, Sekunde mal kurz. Ja, und was ich gerade schon sagte, ich habe in den ganzen Jahren, wo ich YouTube-Videos produziert habe, habe ich nie wirklich Geld für Sound-Equipment ausgegeben. Also ich hatte zweimal hier so ein Mikrofon, über das ich mit einer Tonangel meinen Sound aufnehme, was auch vollkommen ausreichend ist auf gut Deutsch, aber ich dachte mir, jetzt wird es mal Zeit, um das Ganze hier ein bisschen professioneller noch wirken zu lassen und vor allem auch die Soundqualität einfach besser zu machen, dass ich halt nochmal in neues Soundequipment investiere. Dafür habe ich mir gerade den Zoom H4n bestellt, bei eBay Kleinanzeigen, das heißt gebraucht. Und jetzt hier noch einen Rode NTG4 oder NTG4 Plus, ja, auch gebraucht, auch über eBay Kleinanzeigen. Und ich denke mal, diese beiden Produkte werden die Soundqualität auf diesem YouTube-Kanal definitiv nochmal verbessern. Also ein Richtmikrofon und einen richtigen Audio-Recorder. Und ja, ich hoffe, man hört gleich und ich hoffe, es ist wirklich einfach ein riesiger Unterschied. Das weiß ich selber noch nicht. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob das Mikrofon hier nicht gleich im Bild hängt. So, jetzt habe ich hier einmal alles angeschlossen und ich hoffe tatsächlich, dass klingt so gut, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt müsste man einfach den anderen Sound hören. Worauf ich allerdings hinaus will, ist, dass man einfach mit der Zeit immer besser wird. Und zwar, weil man einmal besser bearbeitet einfach, seien es Videos oder Bilder. Und weil man einfach auch natürlich neueres und besseres Equipment dazu bekommt. Und ich will heute eigentlich mehr auf das Thema der Bildbearbeitung wieder hinaus. Und zwar geht es mir heute um Dutch and Burn, also das hat wahrscheinlich viele von euch schon mal gehört. Ich möchte euch allerdings erklären und zeigen, wie ich bei mir auf oder meine Bilder mit Dutch and Burn bearbeite und welche drei Möglichkeiten ich da kenne, welche ich davon anwende und ja, das möchte ich euch auf jeden Fall einmal jetzt zeigen. Ja, das war's. Also gehen wir, würde ich sagen, einmal rüber auf den Rechner und ich würde sagen, guckt einfach mal bei Jasmin auf dem Kanal vorbei, auf dem Instagram-Kanal. Und scrollt mal ganz runter, um euch erstmal die alten Bilder von mir da anzugucken. Und jetzt geht's rüber. So, wie wir sehen, haben wir hier ein wunderschönes Bild von Delani. Und jetzt möchte ich euch einmal zeigen, wie man Dutch and Burn bei diesem Bild anwenden kann. Und es gibt drei verschiedene Wege. Nur noch mal kurz zum Verständnis. Dutch and Burn bedeutet, dass man helle Bildbereiche hervorhebt und dunkle Bildbereiche halt ein bisschen abdunkelt. So, und die erste Ebene, oder die erste Möglichkeit, die ich euch zeigen möchte, bedeutet, geht wie folgt. Man geht hier oben rechts auf die Korrekturen und dann erstellt man sich zwei Kurven erstmal. Die eine Kurve zieht man ins Positive, sodass helle Bildbereiche hervorgehoben werden und die andere ins Negative, sodass dunkle Bildbereiche abgedunkelt werden. Und jetzt kann man einfach anfangen und die einmal mit STRG I invertieren. Und somit macht man quasi die Flächen unsichtbar, sage ich jetzt mal. Und dann klickt man die oberste Ebene an, wählt den Pinsel aus mit B und einen weißen Vordergrund oder die weiße Farbe. Und dann kann man hier einfach ganz leicht über das Bild gehen und die Bereiche, die hell sind, aufhellen. Ich übertreibe das jetzt einfach mal, damit ihr das ganz gut seht. So, und das Ganze kann man dann auch mit der dunklen Kurve machen, die ins Negative geht. Auch einfach mit dem Pinsel über die dunklen Bildbereiche gehen und das Bild wird dunkel.
Wie ihr seht, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es funktioniert wunderbar. Meiner Meinung nach ist es die komplizierteste Variante oder Version. Von daher entferne ich das hier mal und wir fangen wieder bei 0 an. Und jetzt gibt es die zweite Möglichkeit. Dafür klickt ihr die Hintergrundebene an, drückt einmal STRG J, somit habt ihr euch eine Ebene erstellt. Und auf dieser Ebene kann man hier links mit dem Abwegler-Werkzeug und dem Nachbelichtungswerkzeug arbeiten. Warum die so heißen, kann ich euch auch nicht genau sagen, aber sie heißen so. So, und jetzt nehmen wir mal als erstes den Abwedler und gehen hier oben auf den Bereich mittlere Töne und eine Belichtungskraft von 25%. Und jetzt kann ich hier einfach anfangen, die hellen Bereiche hervorzuheben. Das funktioniert wunderbar, finde ich, um einiges einfacher als zum Beispiel mit den Kurven. Ist aber immer noch nicht mein Favorit, denn den will ich euch zum Schluss zeigen. So, jetzt haben wir hier einmal die hellen Bereiche hervorgehoben und jetzt geht man hier auf den Nachbelichter. Und mit dem kann man einfach die dunklen Bereiche, indem man darüber geht, nachmalen. Oder, ja, abdunkeln, ne? Ich zeige euch einmal kurz hier im Gesicht vorher, nachher. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber man sieht das, glaube ich, schon ganz gut, wie sich das Bild verändert. Das ist aber auch nicht die Version, wie ich sie für am besten halte, sondern ich mache das noch anders. Und dafür lösche ich einmal wieder die Ebene. Jetzt sind wir wieder bei 0. Und jetzt gehe ich hier unten auf dieses kleine Plus und erstelle mir eine normale Ebene, auf der noch nichts ist. Und hier kann ich einfach mit dem Pinsel, also wieder B drücken, und den Farben Schwarz und Weiß, die hier links angezeigt werden, kann ich einfach in dem Bild herummalen. Also gehe ich hier jetzt rüber, indem ich hier, hier oben die Deckkraft nochmal ändere, zum Beispiel wenn ich Schwarz habe auf 10%. Und jetzt kann ich anfangen, dunkle Bildbereiche abzudunkeln. Denn das geht, wie ich finde, am besten. Und das geht sogar noch besser, wenn ihr ein Grafiktablet habt, was druckempfindlich ist. Damit geht das tatsächlich dann am besten. So, und wenn ich jetzt die hellen Bereiche hervorheben will, dann drücke ich einfach X, so dass die weiße Farbe im Vordergrund ist. Und dann kann ich hier auch herübergehen. Was man hier nur machen muss, dann ist die Deckkraft halt ein bisschen reduzieren. Zum Beispiel bei Weiß würde ich halt auf 5% nicht mehr gehen. Und das funktioniert wunderbar. Und der positive Effekt ist, dass das Bild dadurch oder die Bildqualität gefühlt noch mal ein bisschen besser wird, weil ich ja mit einer Farbe über das Bild gehe. Ja, das sieht jetzt nicht so cool aus, aber wenn man dann damit fertig ist, sieht das Bild ungefähr so aus, beziehungsweise wenn man damit dann fertig ist, blende ich euch jetzt einfach mal das Bild ein, wie das dann aussieht. Und ja, so, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt alles verstanden, wie es funktioniert und was man so machen kann. Und wenn ja, würde ich mich drüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und wie gesagt, guckt bei Jasmin auf dem Instagram-Account vorbei. Dann würde ich außerdem mich drüber freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, falls ihr noch Fragen zu dem ganzen Thema habt. Und jetzt würde ich sagen, Peace. Wir sehen uns dann im nächsten Video am Sonntag um 18 Uhr. Macht's gut. Ciao.